Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir befinden uns, wie ihr wahrscheinlich ahnen konntet, immer noch beim Western Camp. Wir haben ja noch einiges zu tun. Ja, und ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Zusehen. Ach, das ist das neue Symbol für die Pferdetrainerin. Schon gewundert. So, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und ja, das Rennen kann man anscheinend so oft wiederholen, wie man möchte. Das ist gut zu wissen. Wenn du deine Cowgirl-Fähigkeiten so richtig testen willst, versuche meine Kumpeline Gag West zu fangen. Das ist die, die den mächtig-prächtigen Cowboy-Hut trägt. Wieder 150 Erfahrungspunkte. Das ist anscheinend dein Huhn. Okay, Hühner fangen ist mir, glaube ich, lieber als den Steppenläufern auszuweichen. Wobei es davon anscheinend hier auch genug gibt. Schade, ich dachte, wir kommen drumherum. Oh ne, Wölfe. Okay, aber wenn... Oh Gott. Wenn das hier jetzt so mit dem Goldwagen ist und alles, könnte ich mir dann aber schon vorstellen, dass das nur ein Eventrennen ist. Oh Gott. Zu unfähig, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ein Stern. Bremsen. Okay, jetzt hier runter. Also. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es gefällt mir besser als das andere eben, muss ich sagen. Ganz, ganz witzig. Okay, die Steppenläufer hier halten uns also auch an. Haben wir das auch getestet? Man muss ja alles ausprobieren, ne? Ist ja nicht immer unbedingt selbstverständlich. Wenn du weiter so gut reitest, wirst du mal eine große Legende wie ich. Naja, fast so groß. Kriegt man da auch 50? Oh, nee, sogar 75. Also das ist natürlich super, wenn man Schillinge verdienen möchte. Das ist echt cool. Apropos Schillinge verdienen. Ich muss heute die ganzen Rennen auf der Starshine Ranch auf jeden Fall auch noch machen. So, ich glaube aber, das hier alles gehört dann, oder beziehungsweise das hier gehört dann wieder zu dem Event. Hallöchen, Aglaia. Hast du Lust, das Longieren auszuprobieren? Damit trainierst du Little Boy und stärkst gleichzeitig eure Bindung. Manchmal mache ich das vor dem eigentlichen Training, damit mein Pferd sich aufwärmen und überschüssige Energie abbauen kann. Was das Training angeht, kann es tatsächlich auch eine Alternative zum Reiten sein. Das Führen in der Longe wird oft für junge Pferde eingesetzt, damit die Muskeln aufbauen und lernen, Hinweise und Kommandos zu verstehen, ehe sie zum ersten Mal geritten werden. Pferde laufen nicht auf einmal auf wundersame Weise im Kreis um uns herum. Oh nein, wir müssen ihnen die richtigen Hinweise geben, damit sie wissen, was wir von ihnen erwarten. Wenn wir wollen, dass sie die Gangart wechseln, müssen wir sie dazu auffordern. Wenn wir wollen, dass sie den Radius ihrer Runde vergrößern, geben wir etwas Longe nach und signalisieren ihnen mit unserer Stimme und Körpersprache, dass sie den Abstand zu uns etwas vergrößern sollen. Möchtest du es versuchen? Ja. Oh, das habe ich tatsächlich letztes Jahr nicht gemacht. Du kannst deinem Pferd Hinweise geben, indem du diese Schaltfläche antippst. Okay. Fangen wir damit an, dass du dein Pferd dazu aufforderst, in den Schritt zu wechseln. Okay. Hab den falschen Knopf gedrückt. Gut gemacht. Dein Pferd hört hervorragend auf dich. Jetzt vergrößere den Zirkel etwas, indem du mehr Longe nachgibst. Ja, haben wir auch gemacht. Wunderbar, okay. Jetzt sollte dein Pferd zum Trab wechseln. Gib
noch mehr Longe nach, damit Little Boy den Zirkel vergrößert. Viel kleiner jetzt aussieht. Der Zaun ist größer als unser Pony. Das läuft super. Oh, hast du das gesehen? Es ist ganz normal, dass dein Pferd versucht, die Gange zu wechseln oder seine Runde ein wenig zu verändern. Das erinnert uns daran, dass wir beim Longieren konzentriert bleiben müssen. Wir müssen genug Hinweise geben, damit das Pferd weiß, was zu tun ist. Sonst kann es passieren, dass es einfach stehen bleibt. So, dann versuch doch mal, dein Pferd zurück in den Trab zu bringen, ja? Es klappt doch wie am Schnürchen. Du und Little Boy arbeitet wunderbar zusammen. Dann lass uns doch den Zirkel etwas verkleinern und dein Pferd soll wieder Schritt gehen. Du bist ein Naturtalent. Das soll fürs Erste reichen. Aber vergiss nicht, Little Boy eine Leckerei zu geben für die gute Arbeit. Süß. Das habe ich letztes Jahr tatsächlich nicht gemacht. Das war echt cool. Das lief gut, was? Wenn du dein Pferd mal wieder an der Longe führen willst, komm zu mir. Solche gelungenen Trainingseinheiten mit der Longe machen ein Pferd fitter und stärken die Verbindung zwischen euch. Du darfst dein Pferd hier auch gerne longieren, wenn ich nicht da bin. Die nötige Ausrüstung dafür findest du da hinter mir. Ah, das ist anscheinend dann auch jetzt ein dauerhaftes. Okay, es sind aber nur 50. Oh nein, ich wollte das nicht. Miau. Guck doch mal, wie gut er hört. Ich weiß gar nicht, was sie hat. So, kleiner Mann. Ich glaube, wir haben noch mal ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, sind das Quests von dem Event oder ich weiß nicht, was hier alles dazu gehört. Ich muss euch aber leider was beichten. Und zwar hatte ich letztens schon mal versucht, was aufzunehmen. Ich mach mal nebenbei hier die Sachen. Ich hatte letztens schon mal versucht, was aufzunehmen und hatte da angefangen mit der Quest in Hollowoods. Und das ging auch erst ganz gut und dann ist einfach mein OBS abgestürzt und damit ist dann die Aufnahme einfach komplett zersprungen, sag ich mal. Also die ist einfach nicht mehr, kannst du nicht mehr ansehen und nicht mehr nutzen. Das heißt, da fehlt uns jetzt leider ein bisschen, weil ich kann das ja auch nicht wiederholen. Das ist halt ein bisschen schade. Wir werden da nach dem Western Camp auf jeden Fall dann auch mal weitermachen. Aber da fehlt uns dann halt leider der Anfang. Das tut mir auch total leid. Ich habe auch irgendwie versucht, noch die Datei irgendwie zu retten, aber die ist leider beschädigt und nicht mehr leserlich, sage ich mal. Ich kann sie auch weder irgendwie in ein anderes Format bringen, noch sie mir ansehen oder irgendwas damit machen. Also sie existiert, aber wenn ich sie öffnen möchte, dann steht halt Datei beschädigt und dass sie halt nicht abgespielt werden kann. Das ist ein bisschen schade. Aber leider kann ich da jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich würde sagen, wir machen gleich aber erstmal nochmal die Quest, die uns da eben als neu angezeigt wurde. Entweder ist es dann halt eine Quest vom Event oder halt auch nicht. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Passt auf jeden Fall gerade so zum Thema. Deswegen würde ich sagen, machen wir das erstmal. Alles andere, was hier sonst das Western Camp angeht, die ganzen täglichen Sachen, mit Tiere suchen, Gold sammeln und die ganzen Rennen, sag ich mal, und so, mache ich dann auf jeden Fall im Off. Dass ihr dann nicht jedes Mal wieder das Gleiche seht. Dann würde ich ja hier mit 30 Folgen lang immer nur das Gleiche machen. Das wäre ja auch scheiße. Aber ich werde mich da auf jeden Fall drum kümmern, damit wir da bei den ganzen Sachen mal ein bisschen weiterkommen und auch versuchen, nebenbei fleißig Schillinge zu verdienen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal versuche, einen Livestream zu machen, irgendwie zum Leveln oder hier auf dem Event. Ich weiß noch nicht so genau, ob das klappt. Das müsste ich halt dann irgendwie mal ausprobieren. Und ich wohne ja mit meinem Freund zusammen.
Das heißt, wenn er zu Hause ist, muss ich halt auch gucken, wie das klappt. Ich kann ja schlecht einfach aus unserem Büro rausschmeißen. Das muss ich dann natürlich mit ihm absprechen. Aber wenn er zum Beispiel nicht da ist oder auch wenn ich mit ihm gesprochen habe und es für ihn kein Problem ist, kann ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr daran interessiert wärt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr da Lust zu hättet. Weil natürlich möchte ich auch ungern einen Livestream machen und dann am Ende ganz alleine da stehen. Wenn dann keiner zuschaut und so gesehen niemand interessiert, dann brauche ich das Ganze ja dann auch nicht machen. Dann kann ich auch für mich leveln. Damit habe ich dann auch kein Problem. Gucke ich nebenbei einfach eine Serie. So, was denn los? Aber falls ihr euch dafür... Ich bin absolut zu dumm heute. Falls ihr euch dafür interessiert, würde ich das auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Und dann mal mit euch zusammen einfach mal ein bisschen leveln oder sowas. Jetzt habe ich ernsthaft verloren. Muss ich jetzt nochmal machen. Tut mir leid. Das triggert mich sonst. Ach, das geht mal wieder nicht. Schön. Ich liebe Star Stable. Es gibt immer so viele Sachen, die nicht funktionieren, wie sie sollen. Jetzt tut mir leid, dass ihr das jetzt schon nochmal angucken müsst, wenn ich gerade schon dabei bin. Ja, was gibt es noch so? Ja, wie gesagt, also nach dem Western-Event werde ich dann erstmal gucken, dass wir die neuen Quests in Hollow Woods ein bisschen machen. Ich werde nebenbei ein bisschen bei Fahrarbeiter Sachen herstellen und ausliefern. Das bringt mir ja Schillinge plus den Ruf. Und immer wenn ich dann halt eine neue Rufstufe freigeschaltet habe, dann hole ich euch so gesehen in einer Folge einmal dazu und dann machen wir das einmal kurz zusammen. Das geht ja, glaube ich, immer relativ schnell. Ich glaube, das sind dann auch immer nur 5 Minuten oder so. Das kann man ja gut mal an eine bestehende Folge irgendwie vorweg oder hinten dran hängen. Muss ich dann gucken, wie ich das genau mache. Aber das ist auf jeden Fall erstmal so der Plan. Ansonsten, ja, ich müsste mir eigentlich unbedingt die ganzen neuen Pferde mal alle angucken. Aber momentan würde ich eh keine Pferde kaufen, weil ich habe noch genug zum Leveln. Und wie ihr wisst, kaufe ich sowieso lieber Pferde im Angebot. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal warten, bis da irgendwie das nächste Angebot kommt. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert. Ja, ansonsten ist jetzt mein Plan, dann wieder regelmäßig Videos hochzuladen. Vermutlich wird es nicht ganz jeden Tag ein Video geben. Aber ich werde schon anpeilen, so circa 4-mal die Woche, also ungefähr jeden zweiten Tag. Ich finde, das ist ein gutes Ziel. Das lässt sich auch ganz gut mit meiner Uni und meiner Arbeit vereinbaren. Und dann habt ihr auch regelmäßig was, was ihr dann schauen könnt. Und dann klappt das hier hoffentlich mit meinem PC ab jetzt alles wieder ganz normal und wir haben keine Probleme mehr. So, ihr Lieben, das war's dann aber auch mit dem heutigen Video. Es war so ein bisschen eine Laberfolge, wir haben irgendwie nicht so richtig was geschafft, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!